Willkommen zurück zu Pokémon Chill. Wir sind hier nach dem Arena-Leiterkampf gegen Yarrow stehen geblieben. Ich habe mal eben unser Team wenig geändert, denn Mauzi ist nun nicht mehr in unserem Team, da ich es nur einmal holen konnte und Danny es lieber haben wollte. Und ich dachte mir so, okay, ich habe es ja schon gezeigt, also gebe ich es einfach jetzt an meinen Bruder, weil der will es viel lieber haben. Und ja, ist mir auch eigentlich ganz egal, ob ich Mauzi habe oder nicht. Und bevor wir aber Richtung Wasserarena weitermachen, würde ich erstmal sagen, gucke ich mir mal unsere Sonderbonbons an. Es gibt hier nämlich EP-Bonbons und die sollen richtig OP sein. Deshalb gehen wir das doch mal. Ein Pokémon wie Krebi. So 4 Stück vielleicht. Wie viele Level kriegt das denn dann? Ja, okay, das ist so vielleicht so ein paar Kämpfe auf einmal. Hier du nochmal. Ach, warte, das ist gerade. Oh, okay, das ist wenig. Das war gerade nur eins. 4 alle auf einmal, meine ich. Okay, das ist wenig. Das ist tatsächlich sehr, sehr wenig. Die sind überhaupt nicht OP. So, aber Level 17 für Cremie. Obwohl nicht auf Cremie nochmal. Wer bräuchte es denn? Ach, keine Ahnung. Vielleicht wisst ihr mehr Bescheid von diesen Bonbons. Die sollen laut meinen Aussagen von anderen Leuten, die mir was gesagt haben, sollen die OP sein. Aber die, die ich ja anscheinend habe, sind wohl eher mager, so. Falls ich irgendwas übersehen habe, dann lasst es mich auf jeden Fall wissen, weil es gibt da anscheinend irgend so ein Rätsel hier in dieser Stadt. Und ich soll auch irgendwie in der Lage sein, irgendwie zu angeln, obwohl ich keine Angel habe. Ich weiß noch nicht wie. Egal, das werden wir alles noch herausfinden, würde ich sagen. Machen wir weiter mit Route 5. Yeah. Und da ist schon so der erste Trainer. Oh, sogar Reporter. Yo, was geht? Zeit für ein hautnah Interview mit einem Arena-Challenger. Was würde sich dafür besser eignen als ein Pokémon-Kampf? Ein gutes Team aus Trainern und Pokémon schreit regelrecht vor der Kamera. Oh, die wollen mich einfach nur ins Netz bekommen. Aber bei mir kriegt ihr kein Drama. Ein Iguana? Ach, das Ding. Und ein Klick. Schon lange nicht mehr gesehen. Und ich hoffe, dass wir vielleicht sogar in dieser Folge Wolli entwickeln. Wolli entwickelt sich, habe ich nachgeschaut, auf Level 25, 24, 25, irgendwie so. Und von daher gucke ich mal, dass das eventuell klappt. So, ich weiß gerade die Typen nicht. Iguana ist Elektro, vielleicht sogar Boden, ich weiß nicht. Und Klick. Okay, das war ein Volltreffer. Ich weiß nicht, Klick ist Stahl, glaube ich. Schon zu lange her. Lol. So, aber Cremi würde ich eigentlich persönlich gerne ein wenig trainieren, wenn das, finde ich ehrlich, bin so. Aua, es hat wehgetan. Oh, paralysiert! Ich hasse es. Wisst ihr was, ich renne jetzt nicht zurück, ich setze einen Paraheiler ein, weil ich keine Lust auf diesen Blödsinn habe. Was? Egal. Komm, wir setzen jetzt im Kampf einen Paraheiler ein und du machst nochmal Doppelkick, denn das hat sehr viel Schaden gemacht, ist auch sehr effektiv gewesen tatsächlich. Ich will Wolli eigentlich so ganz viele Kampfattacken geben. Wolli soll unser Tank werden, wisst ihr was ich meine? Richtig flauschig und Tank und dann machen einfach solche Kicks. Richtig wie so ein, wie so eine Ziege. Stichwort Ziege, die Weiterentwicklung soll eine Ziege sein. Habe ich also, lag ich also richtig mit meiner Vermutung mit Ziege. Das freut mich natürlich. Und wir haben gewonnen. Puh, das lässt sich schwer nur ein paar Worten ausdrücken, aber was für ein Potenzial. Eine Niederlage meine ich natürlich. Heißt das etwa, dass unsere Reportage ein Reinfall wird? Wenn ihr die allerbesten sein wolltet, dann ja. Bei deiner Stärke wirst du mühelos durch die Arena-Challenge marschieren. Hoffentlich können wir dich später nochmal zu einem Interview überreden. Vielleicht. Wenn man deine Pokémon durch die Linse der Kamera betrachtet, scheinen sie wie Sterne. Strahlen sie wie Sterne. Ich muss irgendwann mal lernen, langsamer zu reden und besser vorzulesen. So, hier gibt es anscheinend zwei Wege, eine Brücke und dann hier nach unten. Was, wo geht's denn hier lang? Irgendwo, wo ich nicht lang will? Fragezeichen? Oh. Neue Pokémon. Beziehungsweise das ist ein alter Pokémon, aber... Das ist ein Pokémon, den ich noch nie gefangen habe. Unter anderem ein Parfi, was sehr, sehr cute ist und auch eventuell in mein Team passen würde. Aber ich sag leider nein. Allerdings würde ich es gerne fangen, weil why not, ne? Why not? Nice! Wieso habe ich das jetzt verwirrt? Was habe ich gemacht? Schlag dich selbst, schlag dich selbst, schlag dich selbst! Yes! Ich hatte letztens so einen Kampf mit jemandem. Ich habe neue Sachen gekauft übrigens. Und ein paar Pokémon aufs Team gefangen.
Ich hatte mit jemandem letztens so einen Kampf und ich hatte die ganze Runde lang nur diese Verwirrung, hab mich die ganze Zeit nur selbst geschlagen, das war so kacke. Nur so random, weil es da sonst nichts zu erzählen gibt. Ein Parfi haben wir nun auch gefangen. Und ich will ein paar mehr wilde Kämpfe machen. Verlucy, das ist das so dieses Pokémon, was zu diesem Pedobär wird, zu diesem riesengroßen, ne? Den wir mal gesehen haben in einer Folge. Puffy ist männlich, Puffy passt männlich überhaupt nicht so. Oder? Was meint ihr? Aber das Pokémon hier, Velocity, das finde ich ganz cute. Und es ist nicht gestorben, heißt, wir können es fangen. Und ich habe das Gefühl, Pokémon zu fangen ist viel zu einfach. Also bisher habe ich das Gefühl. Ich will noch nicht sagen, weil am Ende sehe ich dumm und dämlich aus bei einem Pokémon, was eigentlich voll einfach zu fangen ist bisher. Und dann irgendwie brauche ich 10 Jahre. So, Flaggen Level 24 und Volley Level 20. Tiefschlag. Klar, warum nicht? Dafür machen wir Aquaknarre weg. Aquaknarre ist mittlerweile richtig schwach und habe ich eh nicht mehr benutzt. Also Tiefschlag ist was Cooles Neues. Volley Level 20. Nice. Verlucy. Nee, Velocy natürlich. Bisher noch keine Nicknames, weil mir einfach gerade keine einfallen. Vielleicht auch gar keine. Niemals. Nie. Wer sich jetzt nicht. Hier ist irgendwo so ein Pokémon im Gras. Und es ist. Oh! Ein Psiau! Ein weibliches, glaube ich. Oder war das das andere? Nee, ach so, ich habe mich. Okay, ich habe das Pokémon vertan. Es gibt so ein Pokémon, das ändert die komplette Farbe. Das sah so ähnlich aus, aber das meinte ich natürlich nicht. Tiefschlag, was macht das nochmal? Lol. Sehr effektiv, trotzdem nicht kaputt, okay. Aua. Das hat ziemlich viel Schaden tatsächlich gemacht. Nicht so geil. Komm einfach mal in den Ball. Eine Neuerung, die mir tatsächlich aufgefallen ist. Man kann keine Pokémon fangen, die viel höher sind als dein Level, auch wenn du sie natürlich schwächst. Weil dann steht da irgendwo, ja, deine Orden sagen, nee, das hättest du, kannst doch eh nicht benutzen. Also da willst du auch jetzt nicht fangen, keine Ahnung. Evoli wird 20. Sternschauer, geil. Und ich habe euch ja schon mal gesagt, Evoli wird irgendwann rauskommen. Also nicht wundern, wenn irgendwann wir kein, wenn wir dann irgendwann kein Evoli mehr haben im Team. Irgendwann werde ich es raustun. Für ein anderes Pokémon. Aber da will ich noch nicht spoilern. So, Psyau ist natürlich sehr, sehr cooles Pokémon. Finde ich zumindest. Und ich höre irgendwas pfeifen, so. Und Drifloon! Hey, Drifloon, was geht? Hä? Du bist kein Drifloon. Den Kader. Ah, den Kader ist doch das Pokémon, was sich zu diesem richtigen, richtig krassen Pokémon entwickelt, das wie nur ein KP hat oder so. War das das? Ich weiß es nicht. Wir setzen mal Tiefschlag ein, weil es ist anscheinend eine sehr starke Attacke. Naja, sehr stark hatte ich anders in Erinnerung. Aber passt schon. Ach, verdammt. Ich muss eigentlich Flecklion eine Heilbeere geben oder wie sowas. Oder einen ganz normalen Trank. Ich habe gar keine Tränke gekauft, merke ich gerade. Verdammt. Ich habe meine ganzen Tränke irgendwie verschwendet. War das ein Arena-Leiterkampf, wo ich die verschwendet habe? Apropos Arena-Leiterkampf, ich finde den Theme vom Arena-Leiterkampf so geil. Ich höre mir den privat so oft an. Ich habe es gar nicht bemerkt, weil ich habe ja schon gesagt, dass mir bei mir alles hier ein wenig leiser ist, damit man das nicht doppelt hört mit dem Mikro. Aber ich finde das so geil, das Theme. Das ist echt, echt eins meiner Lieblings-Arena-Leiter-Themes. Definitiv. Das ist echt nice. Okay, Drifloon hätte ich noch gerne. Aber ich habe jetzt nicht vor, irgendwie hier zu campen und auf alle seltenen Pokémon zu warten. Ich mache jetzt nur die, die ich gerade finde, so random. Und dann war es das auch wieder. Dann gehen wir weiter. Weil ich will jetzt nicht die ganze Zeit nur in hohem Gras, weil es halt verwenden tun, so, ja. Aua, aua, aua. Au, oh, ich sehe meine Heilung nicht. Meine Leben meine ich natürlich nicht. Heilung ist dumm. Egal. Ja. Aber es passt, glaube ich, schon. Und meiner Stimme geht's besser. Stimmt, da war ja was. Ich habe jetzt die letzten Tage nichts gespielt, weil ich meine Stimme schonen wollte. Aber jetzt geht's wieder. Das ist echt schrecklich angehört. Und ich wollte nicht, dass wir wieder dieses Mario Maker-Symptom hatten. Ich hatte mal so einen Mario Maker-Stream, da hat sich meine Stimme so schrecklich angehört.
Und ich habe trotzdem weitergestreamt. Das war so schlimm. Für alle. Nicht nur für mich, sondern auch für alle anderen. Hat natürlich schrecklich angehört, ne? So, ein Bärenbaum. Wir wollen ihn natürlich schütteln. Ja komm, das sind nur zwei. Wir wollen mehr. Immer mehr, immer mehr. Okay, reicht. 5 sind gut. Da, 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 da. Dankeschön. So, jetzt renn. Oh, da bin ich bei meiner Schule nach meiner Suche. Ich habe Schule gelesen. Los bei mir. Da bin ich bei meiner Suche nach Bären doch glatt auf einen Pokémon-Trainer gestoßen. Wie komme ich aus Schule? Super Folge bisher. Ey, das ist ein Superball. Ein Knapfel, das kann man hier fangen? Für die Leute, die es nicht wissen, ihr seht es ja schon, Knapfel ist einfach ein Apfel mit Augen. Ich liebe dieses Pokémon. Ich weiß nicht wieso, ich liebe es einfach. Ich will es mal für eine Weile, ich will es nicht komplett ins Team nehmen, aber ich will es mal so für eine Weile ins Team nehmen. Weil in Schwert und in Schild gibt es eine besondere Weiterentwicklung. Es heißt ja Knapfel und in Schwert wird es zu Drapfel und in Schild wird es zu Schlapfel. Oder Schapfel, nicht Schlapfel, Schapfel war es. Das ist richtig cool, das Pokémon. Da braucht man erstmal so ein Item, weil man muss ja vielen Pokémon auch ein Item geben, damit sie sich entwickeln. Hätte ich meinen Pokémon doch nur eine Beere gegeben, als es nicht gut um seine Pokémon, mit seine KP stand. Ey, ich weiß nicht, was mit mir los ist mit meinem Reden. Sorry, ne? Jedes Pokémon bevorzugt andere Bären. Man kann also nie genug davon sammeln. Mag sein, mag sein. Bitte verfolgt mich nicht, danke. Bin ich überhaupt richtig? Anscheinend bin ich's. Und hier ist dieses Pikachu. Ja. Pikachu. Das ist auch sehr cool. Das hätte eigentlich auch in meinem Team gepasst. Warum habe ich das nicht genommen? Lol. Ich würde sagen, das ist ein Job für Evoli. Und ich habe gemerkt, dass mein Evoli männlich ist. Ups. Und dann Evoli. So diesen cuten Namen. Egal, nicht so schlimm. So, wie viel Schaden macht Sternschauer? Kann ich ja nicht nachgucken können, ne? Ich bin dumm. Egal. Okay, macht schon einiges. Passt, denke ich. Also was heißt einiges? Ich bin ja nicht stark hier mit meinen Pokémon. Die sind ja alle noch underleveled. Leider. Ich habe vor, das zu ändern, aber ich habe keine Lust, irgendwie... Ja, Level zu farmen. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe keinen Bock darauf. Ich habe keinen Bock zu grinden. Das Wort habe ich gesucht. Dun, dun. Dun, 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 dun. Nein, bleib doch drin. Nein, mach doch keinen Gesang! Bist du verrückt? Mein armes Evoi, es kann nicht zurückgreifen. Und es ist auf einmal männlich geworden. Nee, nee, wisst ihr was? Evoli ist weiblich, okay? Wir tun so, als wäre Evoli weiblich, okay? Okay. Bleib drin! Ja, geht doch. So. Routine Level 20! Ich weiß gar nicht, wann sie sich entwickelt. Ich müsste eigentlich relativ früh entwickeln, weil es ja so ein... Gerade sage ich's! Nice! Oh, warte, will ich es überhaupt entwickeln? Weil die Weiterentwicklung mag ich nicht. Soll ich es entwickeln? Weil die Weiterentwicklung mag ich nicht. Ich muss! Sonst ist es nicht stark. Mir ist die Stärke wichtiger. Es tut mir leid. Ich muss dich entwickeln! Hilfe! Glückwunsch, Shutuni, wurde zu Kotomi. Ja, jetzt glaube ich, wisst ihr alle, warum ich das nicht so geil finde. Und das ist die letzte Entwicklung schon gewesen. Und ich mag es nicht. Ich mag es einfach nicht. Aber jetzt ist es halt in unserem Team. Baumwollsaat, das ist ein neuer Attacker, an die kann ich mich gerade erinnern. Baumwollsaat. Wattebäuche heften sich an gegnerische Pokémon, deren Initiative Wert dadurch stark sinkt. Hört sich nice an. Nehmen wir mal einen Turbodreher raus. Ganz ehrlich. Okay. Aber irgendwann, wenn ich ein besseres Pflanzen-Pokémon in dieser Gen finde, dann weiß ich ja schon mal, welches Pokémon rauskommt. Okay, das war vielleicht ein wenig fies. Tut mir leid. Das war nicht so gemein. Und hier ist richtig gut versteckt. TM 31 Anziehung. Für so eine schlechte Attacke. So gut versteckt. Naja. Wie dem auch sei.
Und hier kann man tatsächlich angeln. Bei solchen Orten, glaube ich, geht das. Ups, das habe ich leider nicht gesehen. Tut mir leid. Aber man konnte schon immer angeln. Keine Ahnung, warum mir das niemand gesagt hat. Das Spiel hat es mir nicht gesagt. Und wir kriegen nur so ein langweiliges Kami-Habs. Ich hätte mit dem Carbador gerechnet. Und das wäre auch cool gewesen, weil das hatte ich ja noch nicht. Und dann kriegen wir so ein Kami-Habs, ey. Nein, danke. Armes Kami-Habs. Wird so richtig gebasht von mir. Tja, ist halt so. Tut mir leid, ne? Was für Tränke haben wir denn noch? Supertrank nehme ich mal einen. Für Fleckleon. Nice. Ups. Machen wir weiter. Okay, gibt es auch einen Pikachu-Chiller. Naja, ist auch nicht wichtig. Ich werde erstmal hier oben weitermachen. Oh, ein weibliches Wohin genau. Weibliche Wohin genau haben nämlich Lippenstift. Wohin genau. Was will ich fangen? Das will ich fangen. Ich glaube, Tiefschlag ist sogar sehr effektiv, oder? Oder bin ich gerade dumm? Nee, ich bin nicht dumm. Aber es macht nicht viel Schaden, warum auch immer. Oh nein, Konter! Nein! Ich hab's gerade geheilt! Oh, ich dachte mir so, wird das jetzt Spiegel-Safe einsetzen? Aber ich dachte mir so, nee, das ist doch erst Level 21, ob das doch schon kann. Verdammt, aber es kann Konter! Nein! Oh, Houtini, komm! Houtini! ja. Wohin genau und. Wohin genau ist. Ja, Spiegel Cave, das meine ich. Nicht Safe Cave. Das ist eine sehr starke Attacke. Das ist Konter, aber besser. Oder? Es ist zum Glück liegt daneben. Ich weiß gar nicht genau, wann es nicht daneben geht, um ehrlich zu sein. Eigentlich wollte ich es nur fangen, damit ich den Pokédex mir nicht vollfüllen kann. Hoffentlich geht das jetzt auch. Blöde, bleibe einfach drin. Nein, kein Abgangsbund. Bist du bescheuert? Nach 3 Runden nehmen wir uns beide das Leben. Das ist nicht so gut. Superball. Komm mit drin. Ich will dich fangen. Und ich habe aber Superbälle auch gekauft. Nicht nur Pokebälle. Ist. Was? Nee. Was? Kind, lass Evoy. Was kann ich nicht? Verdammt. Nein, das ist nicht gut. Ich krieg das so schnell nicht down. Ich versuche nochmal einen Superball. Bitte. Oh mein Gott. Nein! Oh, wir sind beide tot. Wegen Abgangsbund. Nicht? Hä? Warum das nicht? Müsste das nicht normalerweise sein? Oder ist es erst, wenn ich wohin genau besiegt habe? Ich glaube andersrum, wenn ich wohin genau besiegt habe. Okay. Ich setze mal einen normalen Pokéball ein, jetzt wo es ganz, ganz geschwächt ist. Okay. Ich setze nochmal Gesang ein, versuch's nochmal zu fangen mit einem Superball. Wenn es dann nicht funktioniert, dann bring ich's um, ist mir egal. Und dann gehen wir nochmal zurück zum Pokémon Center. Ich hatte eigentlich keine Lust, zum Pokémon Center zu gehen. Aber muss dann wohl halt sein. Geht da anscheinend nicht anders. Ach, das hat ja Bodyguard. Ich bin schlau. Komm, ein Superball und dann gehen wir. Da habe ich echt keine Lust mehr. Oh? Hat sich anders überlegt? Yes! Es wollte nicht sterben. Es wollte mit auf meine Reisen kommen. Aber ich musste es leider enttäuschen. Es ist nicht gut genug für mein Team. Doch, eigentlich wissen wir genau richtig gut. Aber, nein, danke. So. Okay, rennen wir ganz schnell zurück. In der nächsten Folge oder übernächste Folge, muss ich mal gucken, habe ich vor, die Arena-Leiter herauszufordern. Denn das ist die einzige Route, die zur nächsten Arena führt. Das soll so schnell gehen. Und da bin ich auch natürlich richtig gehypt schon drauf. Wir haben ja ein Houtini, was sehr gut für Wasser ist, ne? Ist ja Pflanze. So, hier kurz alle heilen. Wir haben sogar noch andere Pokémon da im Team. Ist mir jetzt auch egal, bin zu faul, das wegzutun. Es dauert zu lange. Die Folge ist eh jetzt schon längst 20 Minuten. Oder fast 20 Minuten. Bei mir schon 20 Minuten, weil ich schon etwas länger aufgenommen habe, aber. Ja, nicht wichtig. So.
Machen wir auf jeden Fall weiter. Hier irgendwo geht's weiter. Hier nach oben, glaube ich, geht's weiter. Dann kann man nochmal nach unten. Hier, ne? Was war das? Okay, egal. Ich bin hier verbunden mit Online. Will ich das? Oder bin ich das? Ach, keine Ahnung. Hi, willkommen beim Pokémon-Hort. Ich nehme hier die Pokémon von Tränen und in Pflege. Wenn du zwei Pokémon gleichzeitig abgibst, kann es vorkommen, dass ein Ei gefunden wird. Solltest du mehr über das Thema wissen wollen, sprich am besten mit meiner Großmutter drin. Will die mir jetzt alles über Bietje Blüchen erzählen, die Großmutter oder was? Willst du jetzt gleich Pokémon bei mir in Pflege geben? Nein, will ich nicht. Bis zum nächsten Mal. Okay, danke schön. Ich wollte nicht... Meine Partner-Pokémon habe ich auf eine ganz besondere Weise trainiert. Das wirst du gleich sehen. Okay. Du Bradley. Hat ein Velocity. Da habe ich ein Fleckleon. Los, du schaffst das, gute Boy. Wie viele Pokémon hat er? 3. Ah, nice. Aquavelle ist sehr effektiv. Bam. Instant dead. You are dead. Not big surprise. I am the winner. Trassler. Oder wie ich es immer nenne, Trassler. Weil es ja auch in der dritten Gen ein männliches Gardevoir sein konnte. Lol. Ein Wommel. Ah, das war doch dieses kleine Bienchen. Ja, ja, die kleine Biene. Ist das so eine Biene? Ich hab mir gedacht, es wäre so eine Biene. So eine Biene mit so einem Rock. Oder wie sieht's für euch aus? Das sieht doch voll so aus wie so eine Biene mit einem Rock. Ach, keine Ahnung, ich bin dumm, lasst mich. Evoi, Level 21, ganz cool, aber es wollte ich ja nicht entwickeln. Ja, Velocity ist mir doch egal. Ich. Mich doch nicht. Velocity. Keine Ahnung, mach auch Style Effect. Mir doch egal, Mann. Dilidam. Und wir haben ihn besiegt. Pokémon sind Lebewesen. Man kann sie nicht zwingen, so zu werden, wie man das möchte. Hab ich auch nie gesagt, dass ich das mache. Mensch. Wer beim Training seiner Pokémon beachtet, dass sie selbstständige Lebewesen sind, dem zeigen sich völlig neue Möglichkeiten auf. Okay. Hier ist noch eine. Ja, hier war noch eine. Hi. Es folgt nun eine Demonstration auf der Pokémon, die ich höchstpersönlich großgezogen habe. Eine Demonstration deiner Pokémon? Oh, ich habe die Falten nicht gesehen. Ups. Naja, ist ja auch nicht so schlimm. Wie viele Pokémon? 2. Das wird ja easy hier. Das ist ja gar keine Herausforderung hier. Was ist denn das hier? Viel zu einfach. Pokémon Schwert und Schild. Wo er Pokémon viel und einfach. Was? Fleckleon Level 25, Volley Level 21. Und Krimi Level 19 und Kopfnuss will jemand erlernen. Willst du auch mal was machen hier? Ja, nice, Wolli. Ich mag dein Engagement. Mach weiter, du. Krimi Level 19. Krimi werden wir beide entwickeln können. Nach der dritten Arena, glaube ich. Frubaila? Nie von gehört. Ach, das Ding. Das heißt Frubaila? Okay, Frubaila. Was auch immer. Oh, ich hab's gar nicht besiegt. Verdammt. Oh, das ist Pflanze. Ich merke, dass ich gar keine Ahnung hab. Ich geb den Klapser hinten auf dem, ich meine, ja, mit der Zunge. Ups. Das war's. Ich war mir nicht sicher, welche Attacken ich am besten verwenden sollte. Ich wurde vorhin von einem wilden Pokémon verfolgt. Ich bin auf der Flucht ziellos durch die Gegend gehört. Und ich habe das Gefühl, mein Charakter ist gerade irgendwie geglitscht. Na egal. Gucken wir uns noch die Pension an, bevor wir in die Stadt gehen. Die müsste recht gleich sein. Hoch, willkommen. Hast du irgendwelche Fragen, mit denen ich dir helfen kann? Was ist ein Pokémon-Hort? Hier im Pokémon-Hort kümmern wir uns um die Pokémon, die Trainer bei uns abgeben. Die Pokémon werden bei uns zwar nicht stärker, aber wenn du zwei Pokémon auf einmal abgibst, kann es sein, dass ein Ei gefunden wird. Wenn du Pokémon in unsere Obhut lassen möchtest, sprich draußen mit meiner Enkelin. Was ist ein Pokémon-Ei? Naja, wenn du Bienen an die Blumen lässt, ich glaube, dann weißt du, was passiert.
Noch Fragen? Welche Pokémon soll ich abgeben? Wenn du ein Pokémon Eier haben möchtest, dann denke gut über die Kombination der Pokémon nach, die du abgibst. Ein männliches und ein weibliches Pokémon derselben Art wären zum Beispiel eine gute Wahl. Doch aber auch bei unterschiedlichen Pokémon findet man manchmal ein Ei. Was? Seit wann? Wenn sie ähnlichen Arten angehören. Du meinst ein Ditto oder was? Es gibt allerdings auch Pokémon, bei denen überhaupt keine Eier gefunden werden. Und hier haben wir ein sehr seltenes Pokémon. Toxel. Das zu einem richtigen OP-Monster werden kann. Aber das ist nicht in unserem Team. Es ist ein Toxel. Ja, ein Toxel. Ich habe ein Ei gefunden und dann ist es rausgekommen. Hier, ich möchte, dass du es trainierst. Es ist ein schockierend putziges Pokémon. Wollen die geben mir einfach einen Toxel? Ich sah Lava gerade, es ist voll das seltene Pokémon. Richtig stark. Und dann kriegen wir es einfach geschenkt. Ja, mir fällt gerade kein Name ein, aber ich nehme es erstmal ins Team, weil warum nicht? Ist cool. Oh mein Gott. Hier, die kannst du auch noch haben. Gibst du dir einen Pokémon, kannst du sein Training damit beschleunigen. 5 EP-Bonbons XL. Ja, XL sind mega langweilig. Die sind schwach. Ja, ja. Das sind normale Bücher hier oder ist es irgendwas Neues? Nichts. Kann ich nicht interagieren mit irgendwas. Mit gar nichts. Cool. Cool, cool. Wie wir einfach Toxel bekommen. Pokémon Hort. Wer nach Pokémon Eiern Ausschau hält, ist ja an der richtigen Adresse. Ja, für diese Pokémon Shiny Hunden. Ah, hier ist die Brücke. Oh. Olé, 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 olé. Ey, du da, wir wollen über die Brücke, aber wir haben keinen Bock zu latschen. Lass mal dein Fahrrad überwachsen, und zwar Dalli. Mit Team Red können wir den... Achso, mit einem Rad... Was habe ich gelesen? Bin ich dumm? Mit einem Rad können wir richtig Red den anderen Arena-Challengern prima den Weg abschneiden. Und dann heißt es, ihr könnt nach Hause fahren, ihr könnt nach Hause fahren. Das ist doch Wahnsinn. Ihr habt ja noch nicht mal einen Rotom, um das Fahrrad in Betrieb nehmen zu können. Hilfe, die wollen mir mein Fahrrad klauen. Bitte, du musst etwas gegen diese fiesen Diebe unternehmen. Verpass ihnen eine Abreibung. Okay. Clown, wer hat denn was von Clown gesagt? Wir wollen uns das Rad bloß richtig Red borgen, um damit ein paar Arena-Challenger umherzuscheuchen. Bis sie viel zu erschöpft zum Kämpfen sind. Aber du kriegst jetzt erstmal in deinen Kampf ordentlich auf die 12. Ole, ole, ole! Das denkst auch nur du! Team Yell. Mit deinem langweiligen Zigzags, womit du mich nicht mehr beeindrucken kannst, werde ich wohl nicht untergehen. Hat 2 Pokémon diesmal. Krass. Hat er zugelernt. Aber trotzdem, kein Problem für einen King, Queen, was immer. Wir müssen uns auf irgendwas einigen. King, Queen. Ich glaube, Inge mich an ein Mädchen, deshalb. Hat das da vielleicht Sinn? Okay, Toxel Level 7. Nice. Gaunux. Nie von gehört. Was ist denn ein Gaunux? Ach so, das ist die Weiterentwicklung von Kleptifuchs. Gaunux. Ah, cool, cool. Das ist echt cool. Ich verstehe. Also, ich kann schon verstehen, warum es kein Feuer ist, aber es verwirrt mich immer. Ich denke immer, das ist Typ Feuer, weil es so rot ist. Und bei Pokémon ist es immer mit den Farben, was auch der Typ meistens ist. Aber bei dem ist es zum Beispiel so eine Ausnahme, ist es nicht so. Es ist wahrscheinlich eher Typ Normal. Ich glaube, es ist einfach ein Typ Normal. Hat es einen Bart? Vielleicht haben die Männlichen alle einen Bart. Lol. Geil. Aber wir haben ihn besiegt. Oh, Toxel läuft bei dir. Routine Level 21 und Toxel Level 11. Aber Toxel entwickelt sich erst 40 oder so. Wir sind Team Yell. Wir stellen uns jedem Trainer in den Weg. Wenn du das sagst. Oh, das geht nach hinten los. Ey, wir wollen doch nur ein Fahrrad haben. Komm uns ja nicht in die Quere. Er will auch noch mal. Mensch. Was wollt ihr denn noch? Krieg keinen Mauern von mir. Oh, Zoberis! Da kenne ich jemanden, der wird sich darüber freuen, das zu sehen. Ja, ja. Ich spuck es kurz an. Mit meinem Ball. Was? Schon tot? Oh, sorry, Zoberis. Okay. Toxel Level 12, geil. Das Fahrrad hat mich abgelenkt, sonst hätte ich nicht verloren. Ja, ja.
Geh wein. Du bist einfach zu stark. Wie soll unsere Favoritin denn da die Arena-Challenge gewinnen? Da hilft nur eins. Wir müssen dich noch härter sabotieren. Wart nur ab. Ah. Wow, du bist echt der Wahnsinn. Und sehe ich da einen Pokédex? Dann kann Rotom ja auch nicht weit sein. Weißt du was? Bevor diese Typen von Team Yell hier wieder aufkreuzen und mir mein Rad klauen, schenke ich dir einfach meins. Für Rotom gibt es nichts Tolleres als Motoren. Deshalb schlüpfen sie gerne in allerlei Geräte, die einen Motor haben. Das hat mich auf eine Idee gebracht. Was, wenn ich mein Fahrrad mit einem Motor ausstatte? Und sieh da, der ist sofort hineingeschlüpft. Verstehe. Du siehst doch ziemlich skeptisch aus, aber kein Problem. Mach doch einfach mal eine Probefahrt. Ich wünsche dir und deinem Rotom viel Spaß mit dem neuen Fahrrad. Worauf wartest du noch? Steig schon auf. Rotom kann es sicher kaum erwarten. Nice. Bam, bam. Augenblick! Ich lese dir ein paar Zeilen aus der Bedienungsanleitung vor. Plusknopf oder Minusknopf, um mit dem Rotom-Fahrrad zu fahren. Okay, das gucken wir uns dann in der nächsten Folge an, wenn es euch gefallen hat. Like da lassen, Abo da lassen, alles da lassen, eure Items alle da lassen, damit ich schon leveln kann. Und haut rein, Leute. Bis dann und tschüss.